Hallo, 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 weiter geht es mit Pokémon Smaragd. Ich bin der Lars, ich begrüße euch. Letztes Mal waren wir hier im Kampfcamp, haben da gewonnen. Das finde ich ja voll toll. Ich habe gerade schon wieder offscreen, beziehungsweise wo ich auch am Start wollte, wieder einen Anruf von Günther bekommen. Günther, der alte kleine Junge, der am Strand gelebt hat, bis er immer noch lebt, meinte, er würde jetzt schwimmen gehen und seine Pokémon werden jetzt wieder ach so stark, beziehungsweise er würde uns besiegen, wegklatschen. Und es war schon der zweite Angriff von Günther. Ist das nicht Günther? Ich bin einfach Hunger, manchmal reicht aus wie ein Schmalzklinge. Das war doch Günther, oder war das Günther? Eins von diesen beiden lustigen Jungen. Wir brauchen gar nicht lange, um unsere Sandburg zu bauen. Ja, ist mir doch egal, du kleines Drecks. Entschuldigung. Auf jeden Fall meinte Günther, von wegen, er würde jetzt schwimmen gehen. Aber irgendwie ist hier keiner schwimmen. Von daher, Günther, leck mir doch mal den Popo. Ja, okay. Ich würde sagen, wir reisen mal in die andere Stadt. Ich will mal da die Devon-Kollegen mal besuchen, beziehungsweise da mal vorbeischauen. Ahoi, für dich fahre ich nur jetzt hingehen. Ja, zu diese Heaven-Ding hier, beziehungsweise zu den Hafen, Entschuldigung. Anker gelichtet, los geht die Kiste. Wenn wir jetzt mal Gas geben, wie sieht das wie aus? Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Schwimmer, wer es immer auch heißt, wie auch immer heißt, wir müssen schwimmen lernen. Damit wir die ganzen Schwimmen. Da war gerade Günther, habt ihr gesehen, da war schon wieder Günther. Das könnte auch Günther gewesen sein. Wollte ich hier hin? Ich weiß gar nicht. Hier wollte ich glaube ich gar nicht hin. Ahoi, wir haben in Faustau Heaven Anker gelichtet. Ja, will ich nicht. Mr. Bragg, für dich fahre ich jederzeit bla bla bla. Ich möchte gerne zu Blütenburg City zurück. Gibt es denn in Blütenburg City irgendwas Neues, was wir irgendwie erforschen möchten? Ich war schon lange nicht mehr in Blütenburg City und Blütenburg City hört sich auch so toll an. Njaum. 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 Oh, Entschuldigung. Das wollte ich gerade nicht. Das war auf jeden Fall sehr interessant, wenn man so schnell. Yay, was passiert nun? Ah, jetzt sind wir wieder hier bei dem einfach mal drin. Warum denn nicht? Dürfen wir denn jederzeit weiter reisen? Ich hoffe doch mal. So, sind wir hier bei Blütenburg City wieder. Unsere Dinger sind übrigens immer noch nicht gewachsen. Das bedeutet, ich glaube, sie werden niemals wachsen. Eieiei, der Lars ist mal wieder scheiße. Muss ich hier durchlaufen und... kann Pokémon triggern, die ich gar nicht haben will. Pokémon. Ja, Gorgi, scheißegal, da flieh ich doch mal. Du bist entkommen, da klär ich in mein Bärchen. Ich möchte jetzt nicht hier Level 2 Pokémon gegen kämpfen. Ja, toll. Na toll, was ist das denn für eine Scheiße? Bestimmt muss ich gar nicht mehr nach Blütenburg City. Ich will einfach mal nur nachschauen, ob ich nochmal die Devon-Boys besuchen muss oder nicht. Weil wir Mr. Bragg das jetzt vorbeigebracht haben. Meine Fresse, mein Deutsch ist mal wieder heute sehr interessant. So, zurück. Ich habe auch gehört, dass es hier irgendwie Teleport gibt in dem Spiel. Aber ich weiß nicht, woher. Da immer noch nicht gewachsen. Ja, ich glaube, das bringt nichts und das wird niemals wachsen. Leute, wir müssen es leider aufgeben. Wir haben nicht den grünen Daumen, sondern den schwarzen oder den roten, weil wir gerade aus dem Popo gezogen haben, weil wir unsere Tage haben. Im Popo natürlich. So. Oh, jetzt bin ich im Pokémarkt gelaufen. Das wollte ich doch gar nicht. Oh Gott. So, hier hoch. Also sind wir gar nicht in Blütenburg City. Jetzt sind wir in einer anderen Stadt. Verdammt, ich wechsle die ganze Zeit die Städte. Entschuldigung. Und zwar wollte ich ja hier. Oder es gibt ja auch Fliegen. So müssen wir dann hier nochmal rein. Lalalala. Hallo Mr. Schmalz, Locky, wie geht es dir? Ich will nochmal zu eurem Chef laufen. Wieso wollen wir das? Wieso wollen wir das? Weil wir es können. Weil wir es können. Du hast meinen Brief überbracht, herzlichen Dank. Das ist ein Dankeschön von mir. Es wird dir als Trainer sicher helfen. EP-Teil. Wow, wir haben EP in die EP-Teile. Lars packt EP-Teile in die Itemtasche. Träg dein Pokémon den EP-Teiler, so erhält es in jedem Kampf Erfahrungspunkte. Auch wenn es gar nicht am Kampf teilnimmt. Ich würde sagen, der EP-Teiler ist sehr nützlich, um schwache Pokémon aufzuziehen. Ja, der ist auch sehr geil. Der EP-Teiler ist also das geilste Item mit, was es gibt. Von daher müssen wir normalerweise den schwächsten und behindertsten Pokémon ever das Ganze geben. Moment. Wo ist der EP-Teiler? EP-Teiler. Ich möchte es einen Pokémon geben. Und zwar... Wollen wir wirklich Horrorhuhn hochziehen? Mir wurde gesagt, dass Horrorhuhn doch ziemlich geil ist, von daher soll ich das machen. Also Horrorhuhn, du bekommst einen EP-Teiler und du wirst jetzt mitgeschliffen. Und vielleicht wiehst du ja sogar irgendwas Brauchbares, wir werden es sehen. Es fehlt uns immer noch ein Wasser-Pokémon. Genau, ein Wasser-Pokémon fehlt uns immer noch, von daher sind wir einfach immer noch kacke. Jetzt haben wir einen EP-Teiler bekommen hier und mehr nicht, oder was? Hast sich trotzdem gelohnt, hier zurückzukehren, von daher, Hut ab. Aber wir haben ja auch keine Möglichkeit, irgendwie zurückzukommen, außer mit dem Boot. Wir können ja nicht fliegen oder so ein Scheiß. Warum haben wir nicht Teleport oder Fliegen oder so eine Rotze? Jetzt müssen wir komplett wieder zurücklaufen. Moment. Da oben war ja nichts, hier sind wir auch nicht weitergekommen. Lass mich doch mal lügen und nochmal hier schnell vorbeischauen. Da war die Höhle und da war ja sonst auch nichts, genau. Aber für den EP-Teiler habe ich wirklich mir gerne, beziehungsweise bin ich gerne so weit gelatscht, obwohl meine Füße mir jetzt wehtun. Wir rennen wieder zurück mit dem EP-Teiler, womit wir Erfahrungen natürlich teilen können.
spielt so gut, wir können Erfahrung teilen. Ja, ab zurück zu Mr. Bragg. Und mit Mr. Bragg reisen wir dann weiter und werden irgendeine Route besuchen. Ich hoffe nochmal in der anderen Stadt. Haben wir alles soweit erreicht, beziehungsweise fertig gemacht. Wenn nicht, was, wenn wir es vergessen haben, werde ich es natürlich nachholen. Aber ich will erstmal wieder auf eine Route gehen. Arena gibt es ja scheinbar nicht. Oder habe ich die noch nicht gefunden? Ich weiß es nicht. Es ist alles blind, sorry. So, kann ich jetzt hier reingehen ins Schiff oder muss ich jetzt wieder mit dem dicken alten Mann hier reden? Sagt er bestimmt, nein, ich will nicht weiter, wie ich ins Haus reinkomme. So, mein Freund, komm, bleib stehen. Hallo. Hallo. Ja, danke schön. Ich will mit dir reden. Ahoi, für dich fahre ich jederzeit wieder raus. Jetzt muss ich erst wieder zu der Scheißstadt und dann weiter zu den anderen. Ist ja kacke. Leute, ich hoffe, das ist nicht schlimm, wenn ich da mal vorspule, weil es echt kacke, dass wir jetzt da erst hinreisen müssen. Also so schnell fährt man normalerweise, wenn man auf Speed ist. Dann möchte ich nochmal weiter. Ich glaube, das war nicht die normale Variante, um Graffitport oder Graffitiport, wie auch immer, Graffitport City zu besuchen, beziehungsweise die andere Stadt. Ich hoffe mal, ich habe da keinen Fehler mehr. Da ist Günther, habt ihr gesehen? Da war Günther, das war definitiv Günther. Aber wir können auch nicht rausschwimmen, von daher passt es. Wenn du magst, können wir jederzeit wieder segeln. Alles klärchen. Okay, Günther ruft uns gerne an. Und wir haben jetzt den EP-Teiler bekommen. Also hat sich gelohnt. Wusste ich nicht. Also wie gesagt, ist alles blind. Und haben wir jetzt alles hier erforscht? Ich hoffe doch mal. Wenn nicht, gerne mal in die Kommentare mir weiterhelfen. Da waren wir auch schon drin, oder? Waren wir hier? War das Museum? Haben wir auch alles geklärt. Aquaboys weggeklatscht. Ja. Und da ist das, da ist das, da ist dies, dort, dort ist dies, bumm, ratter, ratter, bumm. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir nicht ins Pokémon Center, sondern werden jetzt einfach mal in die nächste Route gehen. Da gibt es zwei zur Auswahl, glaube ich. Ne, nur eine, okay. Das ist Route 110, genau. Haben wir schon einen Trainer gegen uns kämpfen will? Ne, wer ist das denn hier? Was soll ich tun? Schnurstracks über den Radweg nach Malvenfro City fahren oder die untere Straße nehmen und nach Pokémon suchen. Ich weiß nicht, was haben wir hier denn für ein Häuschen? Mit pinken bzw. lila Türen. Hallöchen. Tut mir leid, aber auf dem Radweg sind Fußgänger nicht gestattet. Das ist gefährlich. Bring den Rad mit. Ja, wie, das ist gefährlich. Radweg, was ist denn hier los mit euch? Küstenradweg. Ein Küstenradweg? Nein. Professor Brick. Oh, Lars, ich dachte mir schon, dass ich dich hier treffe. Und wo mag Maike sein? Ich weiß es nicht, wo die kleine Bitch ist. Ach so, ihr beide seid nicht zusammen. Wie? Glaubt ihr einfach wirklich, ich werde sie heimlich vergenusstackeln? Ja, mach ich. Unterwegs, natürlich, am Ende kann er unterwegs. Ich hab schon davon gehört, deine Pokénav ist mit dem Trainerrufsystem ausgerüstet. Dann werde ich dich jetzt in mein Pokénav-Verzeichnis eintragen. Nicht noch so ein Idiot. Das ist ja wie die ganzen nervigen Leute, die nur bei WhatsApp die ganze Zeit anschreiben. So kann ich dein Pokédex beurteilen, auch wenn du weit weg bist. Punkt, 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 Komma, Strich. Wurde eingetragen, wunderbar, hat sich ja voll gelohnt. Lars, bitte achte ein wenig auf Maike. Nun muss ich mich aber beeilen. Man sieht sich, Lars. Tschüssi, der läuft doch überall rum, der alte Schlawiner. Was haben wir denn jetzt hier oben? Route 110, Route 103, alles klar. Und hier gibt es, glaube ich, Kämpfe. Nein, es geht weiter. Eine Dame mit fetten Arsch und roten Augen. Ich werde überall hingehen, um meine elitischen Pokémon zu präsentieren. Wenn sie zu Pokémon sich gegenseitig helfen, es gibt kein Leben. Was? Wenn süße Pokémon sich gegenseitig helfen, es gibt keinen lieblicheren Anblick. Ach so, Alter, ich verstehe nicht den Zusammenhang, weil einfach das letzte Wort am Ende kommt. Ich bin kacke, ich weiß. Oh mein Gott, sind das Süße. Haben die eben nicht ihr Kind als Pikachu verkleidet? Okay. Ja, zwei Stück. Was kommt denn jetzt hier? Yay, yay. Oh Gott. Was sind das für zwei kleine Häschen? Ich werde sie beide töten. Da gibt es erstmal auf jeden Fall einen Pfund. Und zwar in das Gesicht von dem Blauen. Und der kriegt einen Megasauger in dem Roten rein. Das sind coole Pokémon, die gefallen mir. Der klatscht einfach mal. Der klatscht. Oh, die rechte. Die schlug fehl. Die rechte Hand schlug fehl. Das ist ja unnormal. Die rechte kann nicht fehlschlagen. Na, ein bisschen weggesaugt. Ein Pfund. Ja, es geht ja, aber ist nicht die Welt. Deswegen gibt es jetzt habe ich jetzt einen Jauler gemacht? Moment, ich wollte natürlich einen Erstauner auf den hier. Und der kriegt einen Eggelsab oder einen Megasauger kriegt er. Oder eine Stachelspor. Eine Stachelspor kriegst du ins Gesicht. Wunderbar. Rechte Hand, es klatscht. Und zwar nicht Beifall da. Oh, Ruckzuckhieb. Sobald ich ja etwas falsch ausspreche, werdet ihr, beziehungsweise bekomme ich ja 10.000 Kommentare. Tut mir leid, wenn ich was falsch ausspreche, beziehungsweise falsch vorlese. Ich bin halt kacke, müsst ihr damit leider mitleben. Es paralysiert, alles klärchen, mein Bärchen. Ja, komm. Schlafpulver, was war das gerade? Nee. Ach, Sindelbeere füllt ihn schon wieder auf.
Das gibt's ja gar nicht. Hier, dann kriegst du jetzt erstmal einen Jauler. Und du kriegst noch einen Megasauger. Dann läuft die Kiste auf jeden Fall. Er klatscht schon wieder und zwar nicht Beifall, geht aber beziehungsweise will nur helfen. Ruckzuckhieb. Und ich saug jetzt meine ganze HP mir wieder voll, die du mir abgezogen hast. So, das sehe ich ja gar nicht ein. Und Gorgi denkt sich, YOLO, ich jaul mir hier die ganze Zeit durch die Gegend. Yeah, Gorgi steigt der Angriff. Und wieder eine Beere, sehr schön, ist ja unglaublich. So, Aufruhr und noch ein Megasauger bitte jetzt auf diesen Kollegen hier. Die heilen sich ja nur die ganze Zeit, das ist ja unfair. Klatsch, klatsch, Pimmel ab. So, jetzt kann ich angreifen, was paralysiert ist. Hahaha. Und jetzt muss Gorgi erstmal total durchdrehen. Wow, Gorgi, guter Damage. Gefällt mir. Ein Megasauger ist auch sehr gut. Und ich bin mal gespannt, wie viel gleich das Horrorhuhn haha bekommt. Wenn wir das Ganze mit den Mega, nicht mit dem Megasauger, sondern mit den EP-Teilen aufteilen, dann bin ich echt mal gespannt. Los! Darf ich jetzt bitte diese Kackviecher hier besiegen, die alten Schlümpfe? Setz Aufruhr ein, der sollte jetzt down sein. Jawohl, weggenascht, ein Volltreffer, auf Wiedersehen. Nummer 1. 30, 90 und Horrorhuhn erhält 180, einfach mal so nebenbei. Läuft bei Horrorhuhn. Und, oh, jetzt kommt wieder so ein blaues Ding. Megasauger, ich hoffe, das reicht. Jetzt habe ich auf den anderen Megasauger gemacht. Komisch. Bin ich blöd? Gorgi beruhigt sich. Gorgi, bitte dreh nochmal durch. Und ein Megasauger bitte auf den hier. Ich hoffe, er verreckt dann. Rechte Hand. Setzt rechte Hand ein. Schlug fehl natürlich. Gorgi, Aufruhr auf den richtigen. Okay, auf den. Alles klar. Greift das Noxy automatisch einen anderen an? Ich bin mal gespannt. So, wurde besiegt. Jetzt bekommt wieder Gorgi und Noxy ein bisschen Erfahrung. Und Horrorung natürlich wieder alles. Schon Levelaufstieg. Level 11. Oh, schon wieder so ein Ding. Die sind alle so süß. Warum sind die bloß so süß? Und mir auch nicht. So, abgesaugt. Wunderbar. Ich muss sagen, die Pokémon sehen süß aus, aber nerven irgendwie. Die sind richtig nervig. Rechte Hand. Hätte ich nicht erwartet. Rechte Hand schlug fehl. Die trifft nie die rechte Hand. Ein Eggelsamen in your fucking face, Nigger. Wurde bepflanzt. Das finde ich mal sehr gut. Und Aufruhr von Gorgi. Oh, und jetzt stirbt er, ist paralysiert. Ach, eine Sinelbeere schon wieder. So, Aufruhr gibt's wieder hier und es gibt auf jeden Fall einen Stachel, der Megasauger, auf den ich hoffe mal, Gorgi greift den rechten an. Jetzt gibt's rechte Hand. Okay, will nur helfen, alles klärchen. Und jetzt setzt er rechte Hand ein und schlug schon wieder fehl. Oh Mann. Bitte verrecke elendig. Bitte. Auch schon wieder nicht. Alter, der Kampf geht schon sehr, sehr lange, weil Noxy und Gorgi sich denken, YOLO, ich mache heute nicht so viel Damage. Ich weiß nicht warum. Jetzt den Megasauger bitte noch. Level 11, Horrorhuhn, Glückwunsch. abgesaugt, sehr schön. Und, oh, Noxy, warum machst du so wenig Damage? Aufruhr sollte reichen dann. Dann setzt sie hier nochmal einen Eggelsamen ein, wie auch immer. Ruckzuckhieb. Ein Eggelsamen. Ich ausgewichen, na klar, Aufruhr und ist er down hoffentlich. Yeah, sehr gut. Und jetzt sollten wir endlich diese komischen Viecher da besiegt haben, beziehungsweise die beiden Leute da. Horrorhund schon wieder 180. Ja, sind besiegt. Oh, Schönheit reicht nicht aus. Hast du kein Mitleid? Oh, ganz viel Geld, danke schön. Darf ich auch dein Kind verkaufen? Das war schon da dran an einer Pokémon-Präsentation. Ich möchte dich so oft wie möglich als Publikum haben. Boah, nicht schon wieder die Tussi auch da mit reingenommen. Ach nö. Wie ist schon wieder eine alte Oma. Was haben wir denn hier oben? Ach, das ist der Radweg. 3 Schritte und 2 Schritte. Und du reichst das wundersame Rätselhaus. Das Rätselhaus? Okay, was ist ein Rätselhaus? Ich habe kein Rad. Ich werde gemütlich über die untere Straße schlendern. Ach, ich kann hier drunter her. Ah, Special Effects. Alles klar. Was ist denn das komische Haus? Ich will jetzt mal reingehen. Das Rätselhaus. Du wirst beobachtet. Werde B. Er hat gerade geglitzert hier. Was, Grr? Woher wusstest du, dass ich mich unter dem Tisch versteckt hatte? Clever. Da hat es gerade geglitzert, deswegen. Siehe und staune. Ich bin das größte lebende menschliche Mysterium in ganz Höhen. Man nennt mich. Rätselmeister. Entschuldigung. Erfreut dich kennenzulernen.
Du bist hier, um mein Rätselhaus herauszufordern, oder? Deshalb bist du doch hier. Ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Tritt hinter diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. Yo, was ist denn los mit dir? Ja, ich möchte durchkriechen. Das Rätselhaus. Alles klar, wir sind jetzt im Rätselhaus. Was ist das denn bitte hier? Ach, das ist ein Trainer, gegen den wir jetzt kämpfen müssen. Da müssen wir Zerschneider einsetzen. Ich habe mir den Weg zum Weg mit dem Zerschneider, den wir gerade gelernt haben, gebahnt. Entschuldigung, war gewollt. Ein Rülpser im Let's Play ist sehr unfreundlich. Oh, eine junge kleine Dame mit einem sehr interessanten Rock. Göre. Level 16. Einfach mal ein Rätselhaus. Wir sind in einem Rätselhaus. Du kriegst einen Pfund Schnitzel ins Gesicht. Ja, jetzt sau. Oh, jetzt kommen diese Pokémon-Attacken, beziehungsweise diese Pflanzen-Attacken, die dann immer so blöde Sachen machen. Saug dich bitte nicht voll. Du kriegst nämlich jetzt ein Erstaunen an einen Aufruhr, macht er hier. Komm, Gorgi, dreht euch! Jawoll! Stachelspore. Och, nö, nicht paralysieren! Bitte nicht! Ist Paralysiekraft eventuell nicht an? Na, toll. Oh. Deswegen sind Pflanzen-Pokémon kacke. Aber dieses Pokémon kenne ich sogar von den alten, beziehungsweise von der alten Version. Ja, er kann nicht angreifen. Gibt es noch einen Aufruhr? Ja. Ich bin gerade etwas genervt, weil die Pokémon echt gerade total nervig sind. Ich weiß gar nicht, warum. Warum sind die bloß so nervig? Oh, es reicht nicht mal. Ich glaube, Gorgi stirbt gleich. Mirabla, hör auf! Mit der Lockduft! Mirabla! Mirabla! Sehr gut, Gorgi, sehr gut! Yay! Out 133 für Horrorhuhn! Warum nimmst du das so ernst? Last Gewinn 256. Ich muss die Grafik noch anpassen mit Horrorhuhn. Ich hoffe, ich habe das schon gemacht, wenn dieser Part jetzt online ist. Wenn nicht, tut's mir leid. Los, Herr Schneider! VM-Bitch, zeig, was du kannst! Yay, ich bin die VM-Bitch! Yay! Die schaut doch mal so. Yay, ich bin die VM-Bitch! Yay! Los, VM-Bitch! Hier ist nichts. Gibt es irgendwie ein Secret, was wir benutzen können? Nein, gibt es scheinbar nicht. Warum sind immer diese komischen Löcher da? Sieht total komisch aus. Yeah, Zerschneider, los, VM-Bitch! Yeah! Zerschnitten! Zerschnitten ist wunderbar. Wir zerschneiden noch mehr. Möchtest du Zerschneider einsetzen von der VM-Bitch? Na klar, weggeschnitten. Erstmal gegen den kämpfen, würde ich sagen. Zerschneider. Wir zerschneiden alles. Hallo? Ich bin nur zufällig in diesem verrückten Haus gelandet. Ja, für die nächsten 30 Jahre, beziehungsweise für die letzten 30 Jahre war er scheinbar drin gefangen. Aber willst du machen? Nimm mein kleiner junger Freund. Eine Herausforderung von den Teenager. Zick-Zacks. Ich bin Zick-Zacks. Los, Gorgi. Gorgi, wie wäre es mit einem Pfund? Rutenschlag. Rutenschlag. Oh, Gorgi, du Drecksack. Ja, wir wechseln das Pokémon, weil Gorgi immer wieder zeigt, was er kann. Nämlich gar nichts. Wir setzen mal Honey ein. Honey. Oh, mein Honey. Honey. Sandwirbel. Ja, egal. Genauigkeit sinkt, ist mir wurscht. Jetzt gibt's nämlich einen Flügelschlag. Yay. Boah, Honey ist so geil. Er hat so viel Damage. Ich liebe dich. Würde ich gerne an Art von hinten beglücken und deinen Stabel reinwichsen. Alter, ist Honey geil. Stahlflügel. Ruckzuckhieb. Ruckzuck. Ach nö. Wie eine Kopfnuss. Aua. Ja, endlich. Danke, Honey. Mein bester Freund. Horrorhund, 90 Erfahrung. Er recht Level 12 ist Horrorhund schon geworden. Gibt's ja gar nicht. Willst du wechseln? Nein. Setzen wir mal den Stahlflügel ein. Der stählerne Flügel. Des deutschen Hannis. Oh, Attacke geht daneben, verdammt. Rutenschlag. Jetzt aber. Oh, Manometer. Das ist so nervig. Diese Pokémon, irgendwelche Scheiße, womit ich weniger Angriff habe, weniger Trefferwirkung. Na, endlich. Stahlflügel. Okay, das macht nicht so viel Damage. Ja, Heuler, Angriff von Honey sinkt, na Klärchen. Hier gibt es einen Flügelschlag. Der als trifft, ist er down. Dankeschön, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Och nö, er hat mir schon so viel abgezogen mit Heuler, dass ich gar kein Damage mehr mache. Das ist doch blöd. Dann gibt es einen Ruckzuckhieb. Der reicht auch nicht.
Jetzt gibt's so einen Heuler. Ja, diese Folge ist sehr nervig. Es tut mir leid, es liegt einfach daran, dass die nur so Kacke machen. Na endlich, jetzt müsste er noch mit 1% überleben, das wäre natürlich der Gipfel gewesen. Das wäre die Kirsche. Oh, Honey Level 90, Glückwunsch dazu, Honey. Doppelteam zu lernen. Aber kann nicht mehr Attacken lernen. Soll, ja, was kann ein Doppelteam? Normal, erzeugt Ebenbilder, um Fluchtwert zu erhöhen. Was soll ich damit? Doppelteam. Was ist denn Doppelteam? Cool. Was? Warum steht da cool? Achso. Ich glaube, ich mache einen Fehler, euch und lerne es trotzdem nicht. Ja. Keine Ahnung, wenn es gut ist, sagt es mir, schreibt es in die Kommentare und sagt mir, Lars, du bist kacke, du hast die beste Attacke ever nicht gelernt. Aber ich sehe jetzt keine Sachen. Ich möchte doch gar nicht fliehen. Ich will doch alle besiegen. Ja, Zerschneider, los. Dankeschön. Hier geht's schon mal nach draußen. Da wollte ich gar nicht hin. Ich will noch alle Pokémon bzw. alle Trainer besiegen. Und erstmal noch dieses Item da oben bekommen. Das ist noch der Plan, dass wir noch in dieser Folge schaffen. Ich will das Item haben und dann auf die Tür gehen. Beziehungsweise vor der Tür natürlich ein paar Banden, damit wir ganz große Spannung haben, beziehungsweise Spannung aufbauen können, weil die Spiele ja eh noch nicht durchgespielt haben, ne? Nein, nein. Ich sehe gerade ganz viele, dass die wieder durch mich anfangen, durch Pokémon. Finde ich sehr, sehr geil. Was? Zickzackbrief hat er gefunden. Ein Zickzackbrief. Was ist denn ein Zickzackbrief? Das ist so tolle Musik. Wo ist denn dieser Brief? Brief tragen. Mit Zickzackaufdruck prüfen. Ja, sehr gut. Jetzt können wir einen Brief schreiben mit Zickzacks als Symbol drauf. Yay! Das wollte ich schon immer. Jetzt ist mein Kindheitstraum endlich in Erfüllung gegangen. Ich wollte einen Brief schreiben, wo Zickzacks drauf sind im Kopf. Ja, bevor wir jetzt das mysteriöse Rätselhaus hier weiter beschreiben mit dieser unglaublich genialen Musik, die mich an Batman erinnert, würde ich sagen, das war's von diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie scheiße ich bin, beziehungsweise was ich falsch gemacht habe. Tut mir leid, die Folge war etwas nervig. Ich weiß gar nicht warum, weil die Pokémon mich irgendwie genervt haben, weil sie nur Heuler und den ganzen Rotz gemacht haben. Egal, wenn es euch trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben. Ich bin der Lars, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage nur eins, ihr habt einen Haufen super nicer Boys reingehauen. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Smaragd. Tschüssi. Nice. Yeah.